Naja, diese Edelscheiße, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Mediaspray braucht kein Mensch, will kein Mensch. Versengen das Ding. Ja, für bunte, lebendige Kieze. Mediaspray versenken finde ich gut. Gegen Kommerzialisierung unserer Alterskultur. Langweilig. Öde. Ich finde, es müssen mehr Lücken gelassen werden in der Stadt. Das ist fantasielos, das ist im Grunde genommen 0815. Deshalb Mediaspray versenken. Wenn das so peinlich weitergeht, der Ausverkauf der Blankobaugenehmigungen der Stadtverwaltung, dann nimmt das kein gutes Ende. Danke. Mediaspray nicht gut. Am besten versenken. Unsozial, farblos. Ich finde das Projekt ziemlich ätzend. Sinnlose Kommerzialisierung. Ist im Endeffekt nicht für die Bürger, die normalerweise so unter uns leben. Mediaspray, blöde. Sprayufer ist für alle da. Lukas, was sagst du zu Mediaspray? Nein. Genau. Nein, danke. Gegen alles. Ja, gegen alles im Prinzip, ja. Wir werden hier etwas weiter eine kleinere Baustelle haben. Sie wird ungefähr 10-mal so groß wie der Potsdamer Platz sein. Wir planen dort 2,5 Milliarden Euro zu investieren. Eine Mehrzweckhalle wird sich erheben, über die Wolken kratzen. 18.000 Menschen werden dort jubeln. Also ihr könnt sicher sein, sollte sich herausstellen, dass dieses ganze riesige Bauprojekt dort, Spree, Ufer, Media, Park, ein Flop werden sollte, dann könnt ihr sicher sein, dass mir finanziell nichts passieren wird. Denn das Risiko tragt ihr. Ja! Wollt ihr, dass die Mieten steigen? Ja! Wollt ihr, dass sie, wenn nötig, radikaler steigen, als ihr es euch heute überhaupt noch vorstellen könnt? Ja! Ja, eigentlich hat der Berliner Senat ja recht. In Friedrichshain-Kreuzberg brauchen wir keine Spreeufer für alle. Da reicht der Uferwanderweg. Wir haben ja unsere Strände auf Mallorca oder wie hier in Ägypten. Ich hab Sprachdurchfall, weil ich schimpfe immer auf die scheiß Mediaspray. Was ist ein Mediaspray? Was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Mediaspray ist nicht okay. Die Warum? Macht uns alle immer so mehr kapitalistisch. Ach, zeig mal her. Da. Oh. Da ist es, macht süchtig kaufen, immer kaufen, da wirst du süchtig von. Spricht im Gehirn bestimmte Teile an. Was machen Sie hier? Versammlungsverbot? Was will denn der Bulle von mir? Also würde ich mich hier mal frei äußern dürfen, würde ich sagen, scheiß Bulle! Also Sie befinden sich hier am Spreeufer. Am Spreeufer ist kein Platz für solches asoziale Gesindel wie Sie. Versenkt Mediaspray. Ja. Gegen das Kapital. Ja. Ja, so. Bitte. Bitte, bitte. Tschüss. Bitte, bitte. Na, entsetzlich, wenn ich das anschaue. Olle. Schau mal, Rosa. Nein, aber das ist wirklich ein Wahnsinn. Dieses Inter hat ein bisschen zu viel Lego gespielt. Und, Lego, genau. Das ist und hat sich dazu, das bauen wir jetzt da überall, wo ein Loch ist, bauen wir ein Lego hin. So schaut das aus. Ja, ein Wahnsinn. Und das soll wo sein, bitte? Ich kenne mich da nicht aus. In Berlin. Okay, na gut, aber in Berlin, das ist ja wieder was anderes. Ne? Da ist ja schon alles zu spät. So manches in der Welt, ich meine da nicht das Geld, ist doch der Mühe wert.
dass man es hoch verehrt. Tja. Dass es so ausschaut da in Wien, oder was? Ja. Na danke. Also da sind wir schon zufrieden mit unseren Grünflächen. Es gehört schon ein bisschen mehr Grün rein. Ja. So schon. Das ist zu viel. Ein paar Bäume nützen nichts. Ja. Ich meine, man könnte da den Fluss dann noch zuzementieren und ihn als Autobahn verwenden. Ich schwimme so gern im Swimmingpool, aber nicht jeden Tag schaut er die an, die sind cool. Aber nicht jeden Tag erscheint überall dieselbe Sonne, aber nicht jeden Tag. Das ist ja voll für den Arsch. Ich meine, was soll man mit dem Scheißdreck da machen, ja? Da gibt es überhaupt nichts mehr, wo man sich hinlegen kann, wo man Party feiern kann, wo man entspannen kann. Und da kommen nur Gebäude rein, die einfach nur für die gestopften Arschlöcher sind, oder? Na, so urleibernd. Und was ist mit normalen Typen? Ein Arbeiter, den Typ von der Straße? Das ist ein Mediaschmäh. Ein Medienschmäh. Gut altwienerisch, Mediaschmäh. Ja, das, aber das verstehen unsere deutschen Nachbarn Na, vielleicht Schmäh nicht. Ist, heißt bedeutet so viel wie ein Scherz. Nein, ist Arsch, ist Arsch. Was heißt Mindest, Arsch ist Arsch. Also das ist ein vulgärer Ausdruck. Und als Äußerung für mindere Qualität. Was da passiert ist, ist so fad. Aber nicht jeden Tag war gut, wenn sich was ändern darf. Jeden Tag. Ich habe diesen Bericht heute ausgesprochen interessant gefunden und es hat mir sehr gefallen und ich habe sehr viele Anregungen als Bezirksvorsteher, Stellvertreter von der Leopoldstadt hier mitgenommen. Ne? Als Berliner Konzept finde ich an sich furchtbar, was da geplant ist. Ne? Ebenso wichtiger finde ich dieses Mediaspray-Versenken, die Mediaspray-Versenken-Aktion, weil das einfach genau dort aufzeigt, was einfach notwendig ist, dass man die Bürger mitbeteiligt, dass man Freiräume schafft mitten in der Stadt und nicht alles nur den Investoren überlässt. Ne? Da hat eine Stadt einfach auch Verpflichtungen. Um Gottes Willen. Ich glaube, bautechnisch sind wir in Wien ein bisschen sensibler als wie in Deutschland. Demokratiepolitisch mit dem Widerstandsgedanken, da können wir sehr viel vom Mediaspray versenken lernen, weil da gilt auch in Wien dasselbe, dass die herrschende Politik einfach Angst vor den Bürgern hat. Ne? Einer Vermummung und somit im Rahmen einer Straftat. Ja? Ja, wenn der Aufzug hier vorbeikommt und Sie haben die Maske auf, Sie haben die Maske auf,
begehen sie eine Straftat. Ja? Werden sie festgenommen? Werden sie festgenommen? Aber noch ist der noch zu finanzieren, oder? Genau. Noch nicht. Noch können sie so viel filmen, wie sie wollen. Tja, ich bin, darf mich nicht vermummen. Aber das macht nichts.